Leo Gilner vom Kickbox-Team Kalisch wird hier selbstverständlich durch den Veranstalter und Trainer selbst vertreten. Die blaue Ecke hier auch gut aufgestellt. Extra mit Cutman Ulf, der in der Kampfsportszene auch bekannt ist. So. Ja, und Leo startet direkt aggressiv rein, schließt schön mit dem Kick ab, macht hier sofort Druck von der ersten Sekunde an. Schöne lange Hände mit dem Kick hinterher. Hier ein bisschen weg bei dem High Kick. Ist aber nicht weiter dramatisch. Ja, versucht direkt mit dem gesprungenen Knie und harten Händen hinterher, setzt einen zweiten Angriff nach. Macht sich hier direkt am Anfang Luft und verschafft sich Respekt. Ja, Vincent versucht trotzdem fleißig mitzuarbeiten, seine Hände zu platzieren. Immer wieder gute Kicks hier von Leo. Vincent scheint trotzdem ordentlich Kraft in den Händen zu haben. Ja, Leo hier ist sehr stark mit einem Low-Kick von außen reingekommen. Physisch auch ein sehr, sehr starker Athlet für 75 Kilogramm. Ja, hier ein schöner gesprungener Kick auf die Rippen. Was er sehr, sehr gut macht, er bringt immer drei, vier harte Hände und schließt immer wieder mit dem Kick oder mit dem Knie ab. Und setzt vor allem im zweiten, wenn nicht sogar dritten Angriff direkt hinterher. Die Halle wird laut und steht hinter ihm. Aber auch Vincent fasst sich immer wieder ein Herz, will mitarbeiten. Schließt schön mit einem Low-Kick ab. Ah, Leo hier sehr, sehr gut mit seinen Low-Kicks am Arbeiten. Also sehr, sehr starke erste Runde hier von Leo Gilner. Der von der Atmosphäre hier scheinbar zehren kann und direkt mit einem Feuerwerk in der ersten Runde startet. Vincent hingegen bislang noch nicht so gut reingefunden in den Kampf. Versucht beherzt mitzuschlagen. Landet immer mal wieder gute Low-Kicks. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, was die Betreuer ihren Sportlern hier für die zweite Runde mitgeben. Und vor allem, wie sie das Ganze umsetzen können. Es nützt einem die beste Ecke nichts, wenn der Sportler das nicht umsetzen kann. Leo startet direkt wieder stark rein, sehr aktiv direkt zu Beginn. Macht es hier sehr, sehr klug, boxt schön variabel mit zum Körper. Schönes gesprungenes Knie. Also Leo wirklich der deutlich aktivere Part. Aber Vincent gibt nicht auf und arbeitet immer wieder fleißig mit. Versucht da, sich nicht aufzugeben. Setzt hier wieder zwei schöne Low Kicks. Also Vincent hat erkannt, die Low Kicks treffen häufig. Das vielleicht ein Mittel, um Leo etwas auf den Beinen müde zu machen. Leo hier mit einer schönen Boxkombination zum Körper als auch zum Kopf. Schließt schön mit dem Low-Kick ab. Beide jetzt gerade ein bisschen fokussiert auf die Low-Kicks. Nehmen aber auch beide konsequent jeden Low-Kick hier mit. Blocken wenig.
Jetzt mal ein schöner Versuch von Vincent, den Kick abzufangen, mit Händen drüber zu gehen. Ja, auch die Anweisung aus seiner Ringecke, mal die rechte drüber zu hauen. Leo, der sehr, sehr schön aus der Distanz boxt, variabel boxt. Aber Vincent macht das trotzdem wieder gut. Marschiert da einfach nach vorne und haut die Hände raus. Immer mal wieder ein einzelner Low-Kick, der da hart trifft. Ja, aber Leo macht das schon sehr, sehr gut. Boxt wirklich sehr schön variabel. Und damit sind wir schon am Ende der zweiten Runde angekommen. So, ein Mann, den ich jetzt noch kurz in der Pause vorstellen möchte, weil oftmals wird dessen Tätigkeit eigentlich völlig verkannt und dabei kann er mit dem, was er und wie er es tut, mehr als nur kampfentscheidend sein. Wir freuen uns, dass wir ihn heute Abend hier haben, erzählt mit Abstand zu den besten Cutmans, die es Deutschland europaweit gibt. Herzlich willkommen, Ulf Rabeke. Also hier auch eine schöne Geste vom Ringsprecher, der nochmal lobend erwähnt, dass wir hier einen sehr, sehr erfahrenen und fähigen Cutman da haben. Wer das nicht kennt, ein Cutman ist sozusagen für die medizinische Erstversorgung von Verletzungen der Sportler da. Explizit für den sogenannten Cut, das heißt von Platzwunden. Und wie er es gesagt hat, kann natürlich kampfentscheidend sein, ob man einen Cut wieder zubekommt, ob man ihn nicht zubekommt. Und eine tolle Geschichte, dass Ulf die Veranstaltung hier begleitet. Vielen Dank dafür. So, die dritte Runde geht direkt wieder gut los. Ja, Leo macht das immer wieder schön, boxt da mit zum Körper, das gefällt mir sehr gut. Lässt die Deckung oben. Vincent jetzt sehr, sehr nachlässig mit seiner Deckungsarbeit. Muss hier einfach mehr tun, muss mehr arbeiten. Das ist einfach zu wenig. Dreht sich jetzt hier weg. Da muss er aufpassen, das ist gefährlich. Wenn Leo das besser löst, nimmt er ihn da auseinander. Man sieht es Vincent auf jeden Fall an, dass er konditionell an seine Grenzen hier kommt. Aber nichtsdestotrotz, Vincent in dem stetigen Vorwärtsgang sehr, sehr schwer. Hier schöne, harte Treffer zum Kopf. Die Haken sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, man muss Vincent auf jeden Fall eins lassen. Der gibt hier alles. Die letzten Körner pulvert der hier raus, arbeitet mit, schlägt seine Hände. Ist hier wieder eine schöne Kombination gewesen von Leo. Ja, aber Vincent nimmt die Hände hoch, haut den Low-Kick raus und arbeitet einfach mit. Also ist recht unbeeindruckt davon. Die Seitwärtshaken sind auf jeden Fall auch nicht schlecht, die er da landet. Muss halt einfach aufpassen, dass er seine Deckung ab und zu hochnimmt. Ja, man hat es wieder gesehen. Die Seitwärtshaken von Vincent sind sehr, sehr kraftvoll. Aber eine sehr, sehr solide Leistung von Leo Gilner, der den Kampf auch gewonnen haben sollte. Man sieht es auch in seiner Ecke, Erleichterung und Stolz macht sich breit. Hat sich hier sehr, sehr gut präsentiert. Deutlich aktiver gewesen, höhere Schlagfrequenz gehabt. Und das sollte sich auf den Punktzetteln auch bemerkbar machen. Warten wir das Urteil noch ab. Das offizielle Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten. Der Kämpfer aus der blauen Ecke. Leo Gilner. So. Damit bereits der erste Sieg für das Team Kalisch aus Jena. Mit einer sehr, sehr guten Leistung.
sehr faire Geste von beiden Trainern und Sportlern hier.